Vegane Milchschnitte bei Penny. Ich muss los. Ihr Lieben, Penny haut diese Woche wieder raus. Food for Future gibt es wieder Sonderprodukte, alles in vegan. Da gibt es auch ein paar Highlights. Ich bin hin, hab mir das alles für euch angesehen, hab ein paar Sachen mitgenommen und die möchte ich euch jetzt zeigen. Lasst uns anfangen. Ich freue mich vor allen Dingen auf das Highlight. Lass uns wirklich anfangen. Anfangen möchte ich mit zwei Sachen, die gibt es, glaube ich, dauerhaft im Sortiment. Ich bin nicht so oft bei Penny, weil ich meistens zu Rewe oder Lidl gehe. Aber die finde ich, immer wenn ich da bin, nehme ich die mit. Das hier sind vegane Schupfnudeln ohne Ei. Große, wirklich nur Kartoffeln, bisschen Speisestärke. Tippitoppi Produkt und ich finde, geht immer. Ebenfalls immer geht das vegane Dönerfleisch, so Döner-Chunks auf Basis von Sojaprotein. Finde ich auch richtig, richtig lecker. Super hoher Eiweißgehalt, falls ihr das kaufen möchtet. Ansonsten, ich habe auch auf Instagram gegen crazy viral. 7 Millionen Leute haben sich das angeschaut. Auch ein Rezept euch gezeigt, wie ihr Dönerfleisch aus Räuchertofu machen könnt. Checkt dafür gerne mein Instagram aus, habe ich euch unten verlinkt. Und wo wir schon beim Thema Räuchertofu sind, finde ich auch immer gut, wenn es hier so Geschichten gibt. Das ist schon Räuchertofu mit Mandelsesam. Also Räuchertofu an sich finde ich ja ziemlich gut. Wenn er dann auch so eine geschmackliche Komponente dazu hat, finde ich das auch mal toll als Abwechslung. Ist auch immer super für die Leute, die jetzt mit Tofu nicht so viel Erfahrung haben, bei klassischem Naturtofu. Da muss man ein bisschen was mit machen, damit er schmeckt. Ist jetzt, wenn man darin geübt ist, jetzt nicht so crazy schwierig. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, finde ich immer als Räuchertofu eine gute Möglichkeit, um sich an das Thema ranzutasten. Und wenn er dann noch so eine Mandel-Sesam-Note hat, finde ich es auch gut. Und preislich fand ich das auch total fair. Deshalb habe ich den Kollegen hier mitgenommen. Ebenfalls mitgenommen habe ich Hanslicher Nobi. Nobi. Also das hier ist eine Honig-Alternative, wobei ich finde, Honig-Alternativen gibt es jetzt auch wie Sand am Meer, nämlich Agavendicksaft, Ahornsirup kann man super nutzen. Und hier ist drin, aha, das ist richtig gut. What the fuck? Auf jeden Fall, also Reissirup, Tapioca-Sirup, was ist noch drin? Agavendicksaft, Kokosblütensirup und Passionsfruchtdestillat. Ist auch so geil, so ich stelle mir mal vor, so man stellt dieses Produkt zusammen, so ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall Reissirup, wir brauchen Agavendicksaft, lass noch Kokosblüte mit reinhauen und wir haben noch was von dem Passionsfruchtdestillat da. Lass uns das auch richtig reinknallen, dann nennen wir das am Ende No B und dann knallen wir das in die Penny-Aktion, alle werden es lieben. Nicht so crazy süß, wie ich dachte, schmeckt fruchtig, schmeckt ein bisschen nach Passionsfruchtdestillat, nee, an sich gute Sache, aber ob ich das jetzt entsprechend crazier finde als beispielsweise jetzt nur Agavendicksaft, weiß ich nicht. Ich habe sie mal ein bisschen heller um mich herum gemacht, weil verdammte Zeitverschiebung. Es ist gerade fast um eins und schon fast wieder dunkel. Was habe ich denn noch? Genau, ich habe hier ein paar richtig coole Sachen. Zum einen habe ich hier die sind auch in der Aktion. Oh, richtig fette Größen, ey. Kokosjoghurt, einmal Pfirsich-Maracuja und Kokoskirsche und ich nehme mir wieder vor, heute nicht alles aufzureißen. Wer meine ganz alten Videos kennt, weiß, ich habe immer alles aufgerissen. Wahrscheinlich werde ich das jetzt doch machen. Spaß beiseite. Wir probieren jetzt hier mal den Kokos Maracuja. Boah, der riecht auf jeden Fall wie der gelbe Fruchtzwerg. Auf jeden Fall auch Stücke dabei. Mmh, geschmeckt ein bisschen echt wie dieser gelbe Fruchtzwerg oder der Orangen, so eine Mischung aus beiden. Die Fruchtstücke sind lecker und der hat für mich keinen Kokosgeschmack, was ich per se sehr gut finde. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Kokoskirsche, den lassen wir zu, auch gut ist. Auf jeden Fall gute Sache. Und da ich schon ein bisschen durstig geworden bin, gönne ich mir jetzt erstmal ein Getränk. Ich habe das hier schon vorbereitet. Das sind 500 Milliliter Wasser und da kommt jetzt so ein Löffelchen von Holy rein. In meinem Fall Peach Black Tea. Wasser, Pulver, Deckel mit Sieb, shaken, fertig und trinken und genießen. Falls du Holy noch nicht kennst, Holy ist die erste echte gesunde Alternative zu Softdrinks, ohne Zucker, künstliche Zusätze oder sonstigen Bullshit. Und das Motto lautet, geiler Geschmack mit gutem Gewissen. So, und wo ich das letzte Mal das Ganze vorgestellt habe, da hieß es, ja, klingt ja super, aber wenn ich mir jetzt so einen großen Pot bestelle, Risiko könnte mir ein bisschen zu groß sein, aber auch da gibt es eine Lösung, die ich euch heute zeigen möchte, nämlich, es gibt von Holy auch Probierboxen. Schaut mal. Und hier sind jetzt alle 14 Sorten. Und dann habt ihr alle verfügbaren Sorten, die es so gibt.
in den Tütchen drin. Das hier sind die Eistee-Sorten. Es gibt aber von Holy neben Energy auch noch eine komplette Getränkereihe im Bereich Hydration. Hier könnt ihr mal zwei Sorten sehen. Wir haben da zuletzt White Peach getestet. Mega, mega lecker. Das Gute an diesen Probierboxen ist, ihr könnt euch einmal durch das Sortiment durchtesten. Wenn ihr dann eine Sorte oder mehrere dabei habt, die ihr besonders gut findet, wie in meinem Fall beispielsweise schwarzer Tee und Pfirsich oder Matcha und Limette, könnt ihr euch einfach auch die großen Boxen holen. Ich finde es wirklich super. Ist nicht zu süß, kann man auch noch strecken auf 1 Liter, nehme ich damit ins Fitnessstudio. Und wenn ihr jetzt sagt, mega, das möchte ich auch ausprobieren, ich habe natürlich einen Code für euch, sogar 2. Falls du noch nie bei Holy bestellt hast, mit dem Code Philipp5 sparst du 5 Euro auf deine erste Bestellung. Und nur mit dem Code Philipp, die ist auch hier gerade eingeblendet, sparst du, wenn du schon mal bei Holy bestellt hast, immer 10% auf deine Folgebestellung. Meine Codes sind natürlich auch auf die Probierboxen anwendbar, also könnt ihr auch mal richtig sparen, euch dann durchtesten. Ich habe euch natürlich auch noch alles dazu in die Infobox gepackt und jetzt machen wir weiter. So, passend dazu natürlich veganer Leberkäse, veganes Erzeugnis auf Basis von Ackerbohnen. Was ist das? Ackerbohnenprotein auf nach Bildung, was ist das? Ich kann das jetzt als Spiegel verhört. Nach Art eines Leberkäses. Es gibt ja schon länger den von, wie heißen sie? Green Force. Und der Kollege sieht jetzt so aus. Und ich schmeiße mal, riecht recht neutral, ich schmeiße mal eben in den Toaster. Ja, ist wirklich so. Dann ebenfalls in der Aktion, glaube ich, sind diese beiden Brotaufstriche. Hier einmal der mit Tomate, Basilikum, frische Gartenkräuter. Und wenn mich das nicht täuscht, dann sind das genau die gleichen, die es ja auch beim Rewe von der Eigenmarke her gibt. Von daher brauche ich die nicht aufmachen, weil das ist ein bisschen das einzig Nervige. Weil die haben nur so eine Papierlasche, so eine Dingsdeckellasche. Und wenn man die abmacht, dann ist das Ding halt offen. Kein Deckel, also lasse ich die jetzt zu. Aber die hatten wir zuletzt auf der Party rumstehen für Brot. Richtig, richtig guter Dip. Von daher kann man auf jeden Fall mitnehmen und schmeckt sehr gut. Es gibt noch so zwei weitere. Moment, da ist gerade unser Leberkäse fertig geworden. Ich glaube, ich muss den. Ja, der muss nochmal kurz nochmal rein. In der Zwischenzeit zeige ich euch die anderen beiden Sachen, die ich zeigen wollte. Vegan, nochmal vegan Brotaufstrich, aber in so einer Pöttchenverpackung. Einmal, das ist der Cheese Style. Das ist der Tomate Nozzarella. Vegane Brotaufstrich Cheese Style hier. So sieht der aus der Nähe aus. Also ganz schön viele verschiedene Stückchen da drin. Ah, Cheese Style deshalb, weil hier so kleine Käsestückchen sind. Geschmacklich erinnert er mich aber sehr einfach an so einen Fleischsalat. Sehr fruchtigen, leicht scharfen Fleischsalat. Und sehr lecker aber, weil diese saure Gurke da voll reinknallt, finde ich gut. Ich probiere jetzt einmal raus reiner Neugier, weil so Sachen halt wegkommen, also positiv wegkommen. Den Nozzarella, ob der irgendwie anders schmeckt, weil also der sieht, also man hat ja so ein bisschen mehr Tomaten drin. Rein vom Ding her sieht der auch ähnlich aus, auch wieder diese Käsestückchen, glaube ich, keine sauren Gurken drin. Ja, okay. Auf jeden Fall anderes Produkt, weil der ist deutlich tomatiger. Der ist irgendwie, ja, der ist sehr tomatig und der ist sehr fruchtig lecker. Ich glaube, weil ich einfach saure Gurken sehr gerne mag, würde ich den bevorzugen, aber ich finde beide tatsächlich sehr gut. So, dann etwas, was ich auch nicht dran vorbeigehen konnte. Das ist ja mittlerweile, sind ja so diese Nugget-Dinos, die sind ja, gibt es ja, ist ja nichts mehr Neues. Was aber jetzt, das hatte ich so noch nicht jetzt in vegan gesehen, neu ist, ist das hier. Das sind vegane Bauernhof-Nuggets. Was aber die exakt selben Zutaten sind wie bei den Dinos von der gleichen Marke. Und wir haben hier verschiedenste Dinge, die ich euch zeigen möchte. Ich habe die schon mal vorbereitet, einfach im Airfryer mache ich die immer. Also ich dachte erst, das hier ist irgendwie ein Huhn, aber so kann es auch ein Traktor sein, müsste ein Schwein sein. Und das hier, das checke ich nicht. Könnt ihr mir kommentieren. Ist das ein Pferd, ein sehr kleines Pferd mit sehr kurzen Beinen? Oder ein Dackel. Oder seht ihr vielleicht noch ein anderes Tier? Kommentiert mir das gerne. Finde ich die lecker. Panade sehr gut. Kein komischer Nachgeschmack. Und das ist nur die Frage, habe ich jetzt Pferd oder Dackel gegessen? Ihr entscheidet in den Kommentaren. So, Leberkäse ist
fertig. Sieht so einmal aus. Ich probiere den jetzt einmal pur, um Geschmacksabweichung zu vermeiden. Ja, also schmeckt auch also richtig schön auch hier, dass diese sozusagen der Rand so ein bisschen fester ist. Innen drin schön saftig. Und wenn man den jetzt noch mit Senf toppt. Oh, also der vegane Leberkäse, der kann auf jeden Fall auch was. Und ein Ding in eigener Sache. Ich bin am 28.10. hatte ich Geburtstag. Im Rahmen dessen habe ich eine kleine Aktion für euch, die jetzt noch bis Ende Oktober läuft. Und zwar, unser neues Buch gibt es aktuell im Shop nicht nur 5 Euro günstiger, sondern wir haben das Ganze auch digitalisiert. Es gibt jetzt hiervon neben der gedruckten Variante auch eine digitale Variante. Die ist für Smartphones optimiert. Ihr braucht dafür keine zusätzliche App. Die ist jetzt bis Ende Oktober auch 5 Euro günstiger. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch ein paar wenige Exemplare von unseren Vorgängerbüchern auf Lager. Nämlich einmal hier mein veganes Kochbuch und das vegane Backbuch von Nadine. Da lautet der Deal, wenn ihr eines der Bücher kauft, dann bekommt ihr umsonst, gratis obendrauf, die digitale Variante von unserem neuen Buch. Wie gesagt, das Ganze ist nur noch bis Ende Oktober gültig und eine Bestellung über unseren Shop direkt hilft uns am meisten, was den Support angeht, damit wir das, was wir machen, weitermachen können. Schon mal danke im Vorfeld für den Support. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Weiter geht's. Es gibt aktuell im Angebot auch diese zwei Pasta-Soßen. Wir haben einmal hier so eine Tomaten-Bolognese-Soße. Die ist einfach nur Wasser, Tomatenmark und da jetzt ein bisschen Soja damit rein und so ein paar Gewürze. Jetzt nichts crazy Verrücktes. Und wir haben auch noch, das finde ich cool, die Pasta-Soße V-Cotta. Und das ist eine Tomatensoße mit Cashewkern und Kokosmilch, vegan natürlich. Finde ich eigentlich auch ziemlich spannend. Kombiniere ich jetzt, weil ich crazy bin, mit den Schupfnudeln. Moment. So sieht das Ganze jetzt am Teller aus. Ja, extrem süß. Sehr karottig, süßlich. Als ob man so eine süße Kokosmilch genommen hätte. Doof klingt. Da fehlt mir auf jeden Fall Salz und irgendwie eine Würze, das nicht nur süßlich schmeckt. Von daher überzeugt mich nicht so ganz. So, und dann war, was mich so richtig krass gehypt hat, eben diese vegane Milchschnitte. Für mich so eigentlich der Haupttreiber, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und ich bin gestern schon, also den Tag vor der Aktion abends, immer so der Trick, durch Köln gefahren, 2 Pennys mitgenommen. Nix heißt, morgen kommt es. Ich bin gestern trotzdem noch hier auf dem Dorf in einen Penny eingefahren, auch da gefragt, nein, nichts. Heute früh wieder, nicht in Köln, aber zumindest hier im Umkreis, noch verschiedene Pennys angefahren. Nichts. Nichts. Da habe ich das auf Instagram gepostet, dass ich die nicht gefunden habe. Sehr viele von euch schrieben mir, auch nicht gefunden. Dann schrieben mir manche, ja, die waren noch im Lager, die haben die nicht verräumt. Und die sie getestet haben, die haben mir dann gesagt, ja, schmeckt scheiße. Also ich hätte sie gerne selbst getestet. Ich habe sie aber nicht bekommen. Und ich sehe es auch dann nicht ein, irgendwie 2 Stunden Auto zu fahren, dafür, dass ich dann ein scheinbar nicht so gutes Produkt esse. Falls ihr die Milchschnitte bekommen habt, schreibt mir bitte euren Erfahrungsbericht in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr selbst jetzt mal bei Penny wart und vielleicht ein Highlight gefunden habt, was ist denn euer Highlight? Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in einem neuen Video bald schon wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss!